Viele hunderttausend Rentner werden die Rentenerhöhung zum 1.7.2024 nicht bekommen. Die Grundsicherung frisst die Rente auf. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, auch das ist leider nichts Neues, aber es ist einfach nur schrecklich. Es werden wieder viele hunderttausend Rentnerinnen und Rentner sein, die Grundsicherung bekommen. Die werden die Rentenerhöhung de facto wirtschaftlich gesehen nicht erhalten, denn die 3,5, die 4, 6, 7, 8% Rentenerhöhung, die sie bekommen werden zum 1.7.24, die auch tatsächlich auf dem Rentenkonto ausgezahlt werden, die wird man ihnen in der Grundsicherung schlicht und ergreifend wieder wegnehmen. Viele von denen, die ich hier benannt habe, sind wirklich davon betroffen. Die können eigentlich im Grunde genommen nur noch heulen. Seit 2021 gab es de facto für die keine Rentenerhöhung mehr, weil auch die Inflation alles weggefressen hat. Die sind ganz fürchterlich von dieser Situation betroffen. Und das ist eine, ja, ich sage schon fast ein Skandal, dass sowas überhaupt möglich ist in Deutschland. Glück haben diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die in der Grundsicherung sind. Das heißt also, die praktisch mit der Rente nicht mit dem eigenen Renteneinkommen nicht in der Lage sind, vernünftig zu leben. Die können ja aufstocken gehen in der Grundsicherung. Da gibt es in SGB XII entsprechende Vorschriften. Und diejenigen, die Glück haben, die kriegen über den Grundrentenfreibetrag da sozusagen ein bisschen mehr Rente. Aber diejenigen, die eben nicht die 33 Jahre Grundrentenzeiten haben, die gehen komplett leer aus und die haben Pech gehabt. Das heißt also, wenn die 3,5% mehr Rentenerhöhung bekommen sollten, ich weiß es noch nicht, mit heute ist der 15.3., drehe ich das Video sozusagen, ist noch nicht klar, wie hoch die Rentenerhöhungswerte aussehen werden. Wird das sozusagen eins zu eins von der Grundsicherung wiederum aufgefressen. Das heißt also, Sie kriegen eine höhere Rente, aber auf der anderen Seite wird die Grundsicherung niedriger werden. Das heißt also, der Regelbetrag oder der Regelsatz, den Sie bekommen, oder aber auch die entsprechende Vergütung für Heizkosten wird dann sinken. Das ist das ganz große Problem. Diese Leute, diese Betroffenen haben leider von dieser Rentenerhöhung nichts. Das ist ganz klar. Das ist sozialpolitisch auch ein Riesenskandal. Ich bin und war schon immer dafür, dass wir gerade in der Grundsicherung für alle Rentnerinnen und Rentner, egal ob sie die Grundrentenzeiten haben oder nicht, einen einheitlichen Freibetrag einführen. Alles andere ist letzten Endes raus aus der Tasche, rein in die Tasche, in eine Milchmädchenrechnung. Und für die Leute, die davon betroffen sind, ist es ganz, ganz schlimm. Die haben de facto von der Rentenerhöhung 2024 leider nichts. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super, super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.